Eins, zwei, drei. Vier Hände, ein Signal. Audi läutet die Zukunft ein. Werkzeugbau 2010, alles synchron. Im Mittelpunkt des prächtigen Spektakels der neue Audi A1. Da ließen auch die Mitarbeiter im Werkzeugbau unten die Arbeit für ein paar Minuten ruhen. Und Produktionsvorstand Frank Drewes war sichtlich stolz auf diesen Augenblick. Die Vorstellung ist ja nur der Anlass, zu zeigen, was wir letztes Jahr wieder geschaffen haben. Für mich geht es eigentlich darum, was man hier heute leisten kann. Und so einen synchronen Werkzeugbau oder synchronisierten Werkzeug, wie man eigentlich korrekter sagen müsste, den gibt es auf der Welt gar nicht. Den gibt es nur bei uns hier. Vorsprung durch Technik. Dabei war das Motto diesmal Design erfahrbar machen. Designchef Stefan Sielaff war nicht ohne Grund in den Werkzeugbau eingeladen worden, denn er weiß, das schönste Design funktioniert nur dann, wenn Designer und Werkzeugbauer im Team agieren. Ich hatte vor 2 Jahren mal immer morgens früh um 5 hier im Werkzeugbau, auch in der Produktion, in der Fertigung, mich so 3 Stunden mit eingebracht, da habe ich richtig mitgearbeitet und gerade die Kollegen hier im Werkzeugbau haben mir gesagt, ihr müsst im Design, ihr müsst uns richtig herausfordern. Wir wollen mit euch zusammen die besten Autos machen. Wir wollen zeigen, dass wir den besten Werkzeugbau auch in der Zukunft haben. Wir wollen den Wettbewerb da richtig ins Gesenk stellen. Und wir freuen uns, wenn ihr mit abgefahrenen neuen Ideen kommt. Und dann stellen wir uns gemeinsam diesen Herausforderungen. Das Audi-Design darf also weiter kreativ an neuen Modellen arbeiten, dank eines einzigartigen Partners. Wir sind hier stolz drauf, dass wir investieren durften, dass wir hier unseren Werkzeugbau erweitert haben. Wir haben unsere Arbeitsplätze modernisiert, wir haben sie verbessert. Wir haben transparente Systeme zum Steuerung unserer Prozesse eingeführt. Das bedeutet für die Leute auch, eher zu erkennen, wo stehe ich in meinem Anfertigungsprozess, bessere Arbeitsbedingungen zu haben und natürlich damit auch eine bessere Qualität liefern zu können. Noch besser werden, das haben sie sich hier vorgenommen. Der synchronisierte Werkzeugbau wird eine neue Ära einläuten, so wie der A1.